Schönen guten Abend. Bei uns heute der Streit um die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Soll in der Gastronomie dabei stehen, woher etwa das Fleisch kommt? 16 Stunden Zittern in Pakistan. Nach einem Kabelriss einer Gondel konnten alle Insassen gerettet werden. Und in Wien gibt es jetzt wegen der hohen Werte eine Ozonwarnung. Schön, dass Sie dran sind. Ganz herzlich willkommen zur ZIB 3. In den Kantinen dieses Landes kommt mit September die verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung. Ab dann wird also zu lesen sein, woher das Fleisch, die Eier und die Milchprodukte kommen, die auf dem Teller landen. Unter anderem die Landwirtschaftskammer will diese Pflicht jetzt auch in der Gastronomie. Aber viele Restaurantbetreiber können mit diesem Regulierungshunger nichts anfangen. Woher kommt das Fleisch für das Schnitzel und sind die Eier für die Panier eigentlich aus Österreich? Für Gäste in Kantinen war das bisher schwer herauszufinden. Das ändert sich jetzt. Ab 1. September müssen die Betreiber von Großküchen angeben, woher die Lebensmittel stammen, die sie verwenden. Für die Landwirtschaft geht das nicht weit genug. Die Kennzeichnungspflicht müsse auf alle Gastküchen ausgeweitet werden. Wer immer nur das Billigste sucht, egal woher, egal zu welchem Produktionsstandort, der darf sich nicht wundern, dass Gammelfleisch und Tierleid auf die Teller kommt. Die Gastronomie sieht das anders und klopft der Landwirtschaft heute auf die Finger. Ich glaube, man muss den Herrn Moosbrugger auch sagen, ich glaube, dass er zu schnell vergessen hat, was hier in Österreich alles im Argen liegt. Ich würde sagen, reden wir doch drüber, mit welchen Futtermitteln die Tiere hier gefüttert werden. Wo kommen die Futtermittel her? Die Herkunft der Zutaten anzugeben, sei laut Gastronomie zu aufwendig. Kantinen und Großküchen werden sich daran gewöhnen müssen. Für die restliche Gastronomie sind die verpflichtenden Angaben über die Herkunft noch ungelegte Eier. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Gerhard Knobel, Gastwirt in Korneuburg vom Restaurant Goldenes Bründel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, meinerseits. Und Christian Jochum, Lebensmittel- und Herkunftsexperte in der Landwirtschaftskammer. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Ist gut. Ich möchte bei Ihnen beginnen, Herr Knobel. Sehr viele Menschen in Österreich würden das ja begrüßen, wenn sie ins Restaurant gehen und dann gleich auf den ersten oder zweiten Blick feststellen können, woher kommt das Fleisch oder woher kommen die Milchprodukte. Warum sind so viele Gastronomen dagegen, dass man sowas einführt? Dagegen stimmt überhaupt nicht. Es gibt ja eine freiwillige Auszeichnung für das, dass wir diese Produkte auszeichnen. Und im Grunde genommen sehe ich das sehr, sehr entspannt. Ich verstehe es nicht, was der Konsument davon hat, wenn das auch der Würstelstand machen muss oder der ganz kleine Betrieb, der mit dieser Bürokratie ein bisschen ein Problem hat. Jetzt ist es ja so, dass der Fachgruppenobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer gegen eine verpflichtende Gesetzesregelung ist, die sowas vorschreiben würde. Und er vertritt ja doch irgendwo die Branche, deswegen da so die Formulierung. Aber greifen wir den Punkt vielleicht auf. Was hat denn der Konsument davon, wenn jetzt wirklich bei jedem kleinen Betrieb dabei stehen muss, wo das Fleisch herkommt? Für den Restaurantbetreiber, haben wir gerade gehört, ist das ein bürokratischer Aufwand. Wir reden im Prinzip von einer Transparenz, dass ich mit einer Transparenz, wo Fleisch, Milch, Eier, tierische Produkte im Wesentlichen herkommen, als Gast die Möglichkeit habe, auszuwählen. Und wir stellen fest, dass es derzeit immer wieder Situationen gibt, wo, weil nichts ausgezeichnet werden muss, Herkünfte am Teller sind, die man sich als Gast im Traum nicht vorstellen könnte. Vor 3 Jahren habe ich selber beim größten Tiroler Gastrohändler ein Sonderangebot gesehen von Rindfleisch, das aus Botswana war, und ich glaube nicht, dass man als Gast auf die Idee käme, in einer urigen Tiroler Restaurantstube afrikanisches Rindfleisch serviert zu kriegen. Wenn ich eine Transparenz habe, habe ich eine Information und dann kann ich als Gast sagen, nehme ich oder nehme ich nicht. Von dem reden wir. Also verpflichtende Transparenz ist da das Stichwort, und man muss dazu sagen, in anderen Ländern gibt es sowas, ja, und da scheint es auch zu funktionieren. Dort gibt es immer noch Restaurants und die kommen auch damit zurecht mit dem bürokratischen Aufwand. Warum sollte das in Österreich nicht gehen, wenn man das verpflichtend vorschreibt? Zurechtkommen ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie ein kleiner Wirt, der jetzt das Bangasius-Filet am Freitag zum Mittag für sein Menü verkauft, wo dann draufsteht Bangladesch, Mekong, Delta, dass der irgendwie noch ein Geschäftsmodell finden wird. Es ist im Grunde genommen so, dass wir uns freiwillig verpflichten, das auszuzeichnen. Und wir schützen eigentlich nur die Kleinstbetriebe, die einen Mitarbeiter haben oder vielleicht gar keinen Mitarbeiter. Im Prinzip, wenn man das Beispiel jetzt
der Tiroler Händler oder Fleischproduzent, was immer er jetzt ist, das Sie jetzt angespielt haben, ist ja, was hat das mit uns, mit der Gastronomie zu tun? In Wahrheit geht es, er verkauft das und wir, also ich würde das nie kaufen, muss ich ehrlich sagen. Also greifen wir die Frage vielleicht gleich auf, ja. Also wieso da die Gastronomie in die Pflicht nehmen und nicht sozusagen den Händler, den Verkäufer, der da dieses Produkt anbietet? Naja, es kann ja jeder Händler das anbieten, was er möchte. Es kann auch jeder Gastwirt einkaufen, was er möchte. Das ist ja alles in unserem Wirtschaftsmodell möglich und soll so sein. Aber es soll dann eben auch der Gast auf Basis einer einfachen Information eine Möglichkeit haben, dann auch marktbezogen zu sagen, nein, das will ich oder das will ich nicht. Wir reden davon nicht über das Ob, sondern über das Wie. Und wir haben uns sehr genau angeschaut, wie es in der Schweiz funktioniert, wie es in Frankreich funktioniert, in Finnland funktioniert. Und entscheidend ist, und ich bin beim Herrn Knobel, dass es Betriebe gibt, die klein sind, wenig Personal haben, dass man ein Modell findet, dass es auch für solche Betriebe machbar ist. Das, was jetzt ab 1. September für die Gemeinschaftsverpflegung kommt, berücksichtigt diese Möglichkeit. Und ich glaube, auch aus den Erfahrungen, die wir mit unserem Programm Gut zu wissen in den letzten 6 Jahren in der Gemeinschaftsverpflegung gemacht haben, dass man damit auch für kleine Betriebe, einzelne Gastronomiebetriebe ein Modell anbieten kann, das machbar ist. Jetzt kam von Herrn Knobel schon das Argument 2-3 Mal in den Antworten, dass es doch wichtiger wäre oder besser wäre, auf die Freiwilligkeit zu setzen, anstatt sowas verpflichtend vorzuschreiben. Wieso ist das nicht etwas, was auch aus Ihrer Sicht ausreicht, wenn man sagt, die Restaurants, die das freiwillig machen möchten, die können das ja anzeigen und das geschieht ja auch heute schon? Es gibt im Prinzip gehobene Restaurants, die in Regionen, so wie der Herr Knobel mit dem goldenen Bründel, bewusst Fleisch und Zutaten einkaufen, das auch ausloben. Das funktioniert freiwillig. Das, was wir sehen, das sind einfach zu viele Betriebe, wo das Ambiente irgendwo im ländlichen Raum eine lokale Zutatenherkunft vermuten lässt, wo aber die Realität eine ganz andere ist. Und da braucht es auf einer einfachen Basis eine Transparenz, dass man sagt, gut, die Butter ist aus Deutschland und die Eier sind Flüssigeier aus Käfigeiern aus der Ukraine. Und ob ich jetzt als Gast dann das akzeptiere oder nicht akzeptiere, das muss dann ohnehin der Markt entscheiden. Gut, ob so eine verpflichtende Regelung kommt, das werden jetzt nicht wir drei hier am Tisch entscheiden, sondern da wird es möglicherweise Gesetzesbeschlüsse geben. Wenn es denn soweit kommt, dass die Politik sagt, wir werden so etwas einführen, wie müsste so eine verpflichtende Kennzeichnung aussehen, sodass auch Sie als Gastronom sagen, das war zwar nicht mein Wunsch, aber man hat das zumindest jetzt so gehandhabt, dass das einigermaßen umsetzbar und auch für uns ohne viel Mühe und Not erträglich ist. Über das möchte man eigentlich keine Gedanken machen. Ich meine, wird aber möglicherweise die Allergenverordnung hat extrem lange Diskussionen gegeben. Obwohl jeder Gast, der wirklich eine Allergie hat, schon viele Jahre vorher gefragt hat, kann ich das essen, ist das drinnen, ist das drinnen. Das hat immer super funktioniert. Jetzt haben wir die Allergenverordnung, wir haben unsere 500 Standardrezepte alle ausgearbeitet, ich glaube, es waren 400 Arbeitsstunden und das Thema ist genau dasselbe. Es wird wahrscheinlich kommen, wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern können. Ich sehe nicht den Vorteil für den Kunden, den Konsumenten. Was ändert das an der Qualität? Die Diskussion haben wir heute am Abend aufgezeichnet. Wir berichten jetzt über einen Schulausflug, der zum Albtraum wurde. 16 Stunden lang saßen heute ein Lehrer und 7 seiner Schüler in Pakistan in einer Gondel fest, nachdem alle Stahlseile bis auf eines abgerissen waren. Es folgte eine gewagte Rettungsaktion 350 Meter über dem Boden. Nach 16 Stunden Zittern um ihr Leben haben sie es in Sicherheit geschafft, genauso wie mittlerweile alle 8 Insassen der stecken gebliebenen Gondel, 100 Kilometer nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Um 7 Uhr früh Ortszeit bleibt in dieser Gondel ein Lehrer samt 7 seiner Schüler stecken, 350 Meter über dem Boden, nachdem 2 von 3 Stahlseilen, die die Gondel in der Luft halten, reißen. Anschließend versuchen Spezialkräfte der pakistanischen Armee stundenlang, die Menschen in der Gondel zu retten. Zunächst mit Hubschraubern, doch mit Einbruch der Dunkelheit wird die Rettungsaktion unterbrochen.
Am Abend hanteln sich Helfer schließlich an dem letzten Seil zur Gondel vor und befreien die Insassen. Ein Albtraum mit Happy End. Wir beenden diese Sendung ja gerne mit den Wetteraussichten. Diesmal sind sie mit einer Warnung verknüpft. In Wien sorgt die anhaltende Hitzewelle seit Tagen für erhöhte Ozonwerte. Besonders empfindliche Personen sollten daher körperliche Anstrengungen vermeiden und Sport, wenn überhaupt, nur in den kühleren Morgenstunden machen. Es ist die erste von zwei Ozonstufen. Kein Alarm, aber eine Informationsschwelle ist schon seit Montag in und um Wien erreicht. Empfindliche Personen sollten sich nicht zu sehr anstrengen. Ein normaler Aufenthalt im Freien, wie Spazieren oder Baden gehen, sei aber unbedenklich, so die Wiener Umweltschutzabteilung. Es wird aber ersucht, auf nicht unbedingt notwendige Autofahrten zu verzichten. Stickstoffdioxide kombinieren sich dann mit der kräftigen Sonneneinstrahlung und mit den hohen Temperaturen. Und das resultiert dann an den Nachmittagen und an den Abenden in einer hohen Ozonkonzentration. Weil die Ozonbelastung am Abend nur langsam abnimmt, sollte man Sport eher auf die Früh verlegen. Vor allem an den Nachmittagen ist die Ozonkonzentration erhöht, wenn es eben am heißesten ist und die Sonne auch stark ist. Und das zieht sich bis in den Abend hinein. Solange es so heiß bleibt, ist auch weiterhin mit erhöhten Ozonwerten zu rechnen. Und so heiß bleibt es zumindest noch für ein paar Tage. Auch am Mittwoch kommt heiße Luft nach Österreich. Zur Sonne kommen im Lauf des Tages aber auch ein paar gewittrige Schauer. Und zwar vor allem im Berg- und Hügelland von Salzburg ostwärts. Es wird erneut heiß und die Hitzewelle dauert in den nächsten Tagen an. Trocken dabei der Donnerstag. Am Freitag kommen wieder einige Schauer oder Gewitter dazu. Höchstwerte bis zu 36 Grad sind da zu erwarten. Uns können Sie dann morgen wieder erwarten. Für heute war es das von der ZIP3. Von allen hier jetzt noch eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. Uns können Sie dann morgen wieder erwarten. Für heute war es das von der ZIP3. Von allen hier jetzt noch eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.